Gott kann man an den ungewöhnlichsten Orten begegnen. Hallo, ich bin der Benjamin und ich möchte euch erzählen, wie ich Gott direkt in einer Disco im Jahr 2000 begegnet bin. Es war so, ich bin mit 20 Jahren nach dem Zivildienst nach Neuseeland gereist, um einfach so ein paar Monate oder ein Dreivierteljahr einfach durch Neuseeland durchzureisen, die Landschaft zu sehen, Leute kennenzulernen, auf Farmen mitzuarbeiten. Und nach ein paar Wochen war ich in New Plymouth und habe dort ein paar Tage verbracht. Und unter anderem waren wir an einem Abend zusammen in der Disco sind wir losgestartet. Wir hatten ja soweit eigentlich eine ganz gute Zeit. Und nach einer gewissen Zeit war ich für mich so allein auf der Tanzfläche und plötzlich aus dem Nichts heraus spricht Gott zu mir mit einer hörbar lauten Stimme. Und viele Leute fragen mich immer so, hey, warst du betrunken, hattest du welche Drogen? Nein, ich hatte keine Drogen genommen, ich war vollkommen nüchtern. Und trotzdem in einem Moment einfach die Stimme Gottes und er sprach zu mir so klar und hat ihm gesagt, Benjamin, ich will, dass du mein Sohn wirst. Ich kann nur sagen, wenn Gott zu dir spricht, auf diese Art und Weise, du weißt, dass du weißt, dass du weißt, innerhalb von einer Sekunde, es ist Gott. Du weißt vielleicht nicht, wer ist dieser Gott, aber du weißt, es ist Gott, der zu dir spricht. Und ich habe gemerkt, wie mein ganzer Körper darauf reagiert hat. Es war wie verliebt sein, Schmetterling im Bauch, bloß ungefähr 1000-mal stärker. Und es war total ergreifend. Am nächsten Tag habe ich darüber nachgedacht, was mir passiert ist, und es war für mich so, wow, es ist der Hammer, Gott gibt es wirklich. Und der will sogar mich, der will etwas mit mir zu tun haben. Ich soll sein Sohn, das ist der Hammer, wow. Und der nächste Gedanke war, oh Mann, so ein Mist, mein Leben wird so langweilig werden. Weil die einzige Idee, die ich hatte von Christsein oder von Christentum ist, es ist irgendwie extrem langweilig, du musst sonntags früh aufstehen, gehst in den Gottesdienst und dann gehst du nach Hause und du musst irgendwie so ein Braver sein, ein braver Typ. Mehr hatte ich nicht als Idee, was es bedeutet, als Christ zu leben. Und dann der nächste Gedanke war, okay, aber Gott gibt es ja wirklich und er will mich. Na gut, dann wird mein Leben zwar langweilig, aber dann mache ich das halt. Und mein Problem war nur, ich wusste nicht, wie wird man Christ? Keine Ahnung. Ich wusste, es hat irgendwas mit Taufe zu tun und es ist wahrscheinlich keine schlechte Idee, die Bibel zu lesen. Und ich hatte so eine ganz kleine Bibel mitgenommen, so eine Gideon-Bibel, Neues Testament. Hat mir jemand mal vor Weihnachten an der Schule geschenkt. War bestimmt, was ich, 10 Jahre her oder so. Und die hatte ich aber aus irgendeinem Grund mitgenommen. Und da habe ich dann angefangen drin zu lesen. Und je mehr ich gelesen habe, desto mehr wurde das plötzlich lebendig. Und ich habe gedacht so, wow, Jesus nachzufolgen, das ist überhaupt nicht langweilig. Das ist voll spannend. Also, da passieren krasse Sachen. Zeichen und Wunder, Menschen werden geheilt, Menschen werden befreit von allen möglichen Sachen. Und eins ist klar, Jesus nachzufolgen, das ist immer wieder ein Schritt aufs Wasser, ins Ungewisse. Er ist mit dabei, aber das macht es doch total spannend. Ich wusste aber immer noch nicht, wie wird man jetzt genau Christ? Irgendwie muss man Jesus nachfolgen, irgendwas muss es wohl mit Taufe zu tun haben. Wie gesagt, das war das Einzige, was ich wusste. Und weil ich viel zu feige war, damals in irgendeine Gemeinde, Kirche zu gehen, bin ich ins Internetcafé gegangen und habe mal geguckt, ob man denn mit anderen Christen vielleicht chatten könnte und sie einfach mal ausfragen. Und damals gab es ein Chatroom, die waren damals noch sehr in, Jesus Freak, gibt es heute nicht mehr. Es gab diesen Jesus Freak Chat und dort war ich dann immer wieder und habe eben mit Leuten versucht zu reden und sie zu fragen, wie werde ich Christ? Und dann haben mir mehrere Leute eben das erklärt, so hey, es geht darum, dass du eine Entscheidung triffst für Jesus, eine ganz klare Entscheidung, dass du ihn einlädst in dein Herz, dass du umkehrst von dem alten Leben. Und da wurde mir klar, Mensch, hey, das ist eben genau das, was ich schon irgendwie auch gelesen hatte in der Bibel, das ist eine ernste Sache, es ist nicht einfach, was man mal so nebenbei macht, sondern das ist wirklich ernst. Und da war mir ja klar, hey, wenn ich das jetzt diesen Schritt mache, dann bedeutet das auch, mein altes Leben aufzugeben und dieses neue Leben zu leben, was Jesus mir schenken möchte. Und da hatte ich schon irgendwie auch echt Angst davor, weil ich merkte, hey, das
ja, das ist eine Entscheidung für den Rest meines Lebens. Ich habe dann noch andere Personen getroffen, auch auf der Straße dann. Eine Person, die hat aus der Bibel vorgelesen und ich bin immer um sie rumgegangen, bis ich irgendwann gedacht habe, Mensch, ich glaube, das ist wirklich die Bibel, aber jetzt auf Englisch vorgelesen, ich wusste es nicht genau. Aber dann habe ich ihn eben angesprochen und wir setzen uns hin und er erklärt mir wieder genau dasselbe. Hey, du musst eine Entscheidung treffen für Jesus. Du musst dein altes Leben aufgeben. Du musst das neue Leben leben. Und willst du es jetzt machen? Und ich so, ah, oh, nein, ich weiß noch nicht, ich bin noch nicht bereit, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Und so ging es mir ein paar Mal. Mittlerweile hat mir dann auch jemand geschrieben, eine ganz lange E-Mail, jemand, den ich im Chat getroffen hatte, der mir ganz genau erklärt, was es mit Taufe bedeutet, was man da macht, was da vor sich geht. Und das war auch nochmal echt eine neue Sache für mich, wirklich so zu lernen. Taufe ist wirklich so das sichtbare Zeichen, ich gehöre zu Jesus Christus. Und eine Bestätigung einfach dieser Entscheidung, die ich für Jesus getroffen habe. Und das war für mich klar, okay, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich auch machen muss oder machen darf. Genau. Irgendwann eines Morgens, nicht irgendwann, sondern ganz genau der 23. Dezember 2000, bin ich morgens aufgewacht, lag noch im Bett und dann ging es mir so voll durch. Ich habe gemerkt so, wow, Gott will, dass ich zu ihm komme und ich hatte schon mehrere Gelegenheiten und ich habe es einfach verpasst. Ich habe nicht Ja gesagt, sondern ich habe nicht mit den Personen gebetet, sondern gesagt, ja, ich bin noch nicht so bereit. Und es ging mir voll durch und dann habe ich mich hingekniet und habe wahrscheinlich so mein erstes ehrliches Gebet gesprochen. Und habe einfach gesagt, Gott, es tut mir so leid, dass ich die Gelegenheit verpasst habe und bitte schenk mir eine neue Gelegenheit, dein Sohn zu werden, Christ zu werden. Und dann weiß ich noch ganz genau, dann habe ich gebetet. Und wenn das dann da ist, dann bitte gib mir auch den Mut, wirklich Ja zu sagen. Und danach bin ich wieder ins Internetcafé gegangen an diesem Vormittag und habe wieder jemanden getroffen, mit dem ich fragen konnte. Und da war eine Person, die konnte mir all meine Fragen beantworten, die ich zu dem Zeitpunkt noch hatte. Und das war richtig wohltuend. Ich habe es richtig gemerkt, so wow, irgendwie alles ist jetzt so klar für mich. Meine ganzen Fragezeichen sind weg. Und dann kam noch eine andere Person in den Chatroom und sagte so, hey, eben hallo, wie geht's dir, so wie es ist? Und ich sagte, ja, ich bin der Benjamin, bin Neuseeland, aber ich möchte kein Christ werden. Und dann fragt sie mich so, hey, willst du es nicht jetzt machen? Und mein Herz fängt an zu schlagen und mir wird richtig heiß und kalt und ich merke, wow, das ist genau die Frage, für die ich heute Morgen auf den Knien gebetet habe. Und ich hole also nochmal tief Luft und dann schreibe ich ja, Enter und dann haben wir zusammen gebetet im Internetcafé. Sie in Deutschland, ich in Neuseeland hinterher gebetet. Und in diesem Internetcafé, in Christchurch, auf diesem Platz, bin ich von Neuem geboren worden. Und es ist die hammermäßigste Erfahrung, die ich gemacht habe in meinem Leben, zu merken, wie Gott selbst Wohnung nimmt in mir. Und ich habe richtig gemerkt, da war ein Gefühle von einer Intensität, wie ich sie vorher noch nicht kannte, von Liebe, von Frieden. Ich bin dann spazieren gegangen und habe stundenlang einfach nur Gott gepriesen und hatte auch sowas wie eine erste Vision oder Prophetie. Ich wusste zwar gar nicht, dass es so heißt, aber hatte ich da. Und es war einfach unbeschreiblich schön. Kurz darauf habe ich dann noch andere Menschen kennengelernt, die haben mich dann begleitet, die ersten Schritte als Christ. Und unter anderem wie dieser eine Mann, den ich auf der Straße getroffen hatte, dem ich aus der Bibel vorgelesen hatte, habe ich dann wieder getroffen in der Gemeinde. Und der war total begeistert, dass ich jetzt meine Entscheidung für Jesus getroffen hatte. Und hat dann gesagt, hey, aber es ist so wichtig, ne? Lass dich taufen. Und er hatte irgendwie 7 oder 8 Jahre lang gewartet, bis ich hat taufen lassen. Und gesagt, hey, du musst es sofort machen. Und ich so, hey, Moment mal, ne, ich habe das jetzt gelernt. Als Christ muss ich tun, was Gott mir sagt. Ich muss es von Gott selber hören. Und also habe ich gebetet und dann hat Gott mir gesagt, lass dich taufen. Und so bin ich 3 Wochen später in Christchurch an so einem Fluss getauft worden. Von dem Pastor da in der Gemeinde, die ich da gefunden hatte. Und es war auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis und ein sehr tiefgehendes Erlebnis, weil ich so richtig gemerkt habe, wie der Heilige Geist mich vorbereitet hat auf diese Taufe. Ich habe alle meine Sachen, die ich falsch gemacht hatte in meinem Leben, aufgeschrieben und sie jede einzelne vor Gott bekannt und dann mit einem dicken schwarzen Stift wieder durchgestrichen, wenn ich das erledigt hatte. Und
dann das Papier vernichtet. Und dann bin ich in die Taufe reingegangen und es war einfach richtig genial dran. Und ja, so ist meine Begegnung mit Gott gewesen. In Neuseeland, mit einer Disco hat es angefangen. Von neuem geboren worden bin ich mitten in einem Internetcafé. Ja, und heute darf ich mal dieses Abenteuer mit Jesus Christus leben. Ja. Also, bevor ich mich entschieden habe für ein Leben mit Jesus Christus, war ich sehr unsicher, was die Zukunft bringen würde. Ich habe mir Sachen gewünscht, wie zum Beispiel eine Familie zu haben. Aber wie funktioniert das? Wie findet man den richtigen Partner? Was für eine Ausbildung soll ich machen? Wo geht das Leben lang? Und da waren sehr viel Unsicherheit in meinem Leben, die ich manchmal vielleicht auch sehr gut überspielt habe. Auf der anderen Seite war auch so oft so eine gewisse Traurigkeit da, eine Einsamkeit. Und durch Jesus Christus habe ich gemerkt, es kommt eine Sicherheit in meinem Leben, ein Wissen, er ist da, egal was passiert, ich bin sicher in seiner Hand. Und es können trotzdem die schlimmsten Dinge passieren, weil wir einfach auf dieser Welt leben, wo schlimme Dinge passieren. Und trotzdem ist das so ein großer Unterschied, weil ich aber weiß, Jesus ist mit mir. Egal was passiert, er ist mit mir. Er wird mich niemals aufgeben, er wird mich niemals verlassen, er wird mich niemals vergessen. Und das ist ein Riesentrost. Auf der anderen Seite merke ich auch, dass eine Freude in mein Leben gekommen, eine Begeisterung und wirklich eine Begeisterung für die richtige Sache, für die Sache Gottes. Und da darf man grenzenlos begeistert sein. Seine Liebe, immer wieder seine Liebe zu erfahren, zu spüren, das ist einfach richtig, richtig schön. Und vor allen Dingen, ich merke, Gott bringt so eine Klarheit in dein Leben hinein, was richtig ist, was falsch ist, wie man sein Leben leben soll. Er zeigt einen, was er geplant hat für sein Leben, und es ist einfach schön, Schritt für Schritt zu erleben, wie man hineinkommt in seine Berufung und in die Bestimmung, die Gott für einen hat. Und das erfüllt einen total.